Willkommen hier im Vienna Haus Andels Berlin im Loft 14 Berlin. Heute in der Web-Talkshow zu Gast zwei der Hauptdarsteller der jungen Ärzte. Zuerst der einfachere Name. Mike Adler ist da und Katharina Njesitova. Ich wollte es genauso aussprechen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe auf euren Wunsch einen Bademantel an. Warum habt ihr welche an? Weil Mike einen hat. Und weil ich ein sehr eifersüchtiger Mensch bin. Und dann außerdem auch, weil ich Mike so schätze. Und als ich erfahren habe, dass ich mit dem King of Wedding, das steht nämlich auf seinem anderen Bademantel hinten drauf, dass ich mit ihm in der Talkshow sein darf, ja, da habe ich dann direkt gefühlt, ich will auch Bademantel und so. Und ich finde es voll cool, dass du auch einen hast. Also das ist ihre Idee gewesen. Ja, war ganz spontan. Also ganz ärgerlich, ich habe ja meine Kasal angezogen, also aufgesetzt, und sie hat auch eine Kasal. Ich habe auch eine Kasal. Das hätte ich dir sagen. Das ist eine Brille. Hätte ich dir sagen sollen, dass du, ich hätte dich fragen müssen, ob du vielleicht auch eine. Er hat mich hintergangen. So, und das wäre natürlich der Killer. Ausgeworfen. Also Bademäntel und Kasal. Mega! Das wäre krass. Ach, schön. Wen spielt ihr denn bei den jungen Ärzten? Ja, fang du mal an, Ladies First und so. Ich spiele Moreau, der ist jetzt nicht so sympathisch. Ein grummiger Arzt bist du, ne? Total, ja. Aber dafür, ne, jedes Gewürz, ne, jedes Gericht braucht seine Würze und ich bin die Würze der Show. Also ich spiele Koschka und die Koschka ist so vom Temperament her sehr russisch, ja, deutsch sozialisiert, auch ein bisschen, wie soll ich sagen, sassy ist sie, frech und ja, ein bisschen widerspenstig, ne? Aber sympathisch, manchmal. Der Mike lässt in seine Erfahrung, persönliche Erfahrungen mit russischem Temperament einfließen. Ich mag das ja, ich finde das ja gut. Du spielst es auch sehr gut, Mike. Ah ja? Ich muss sagen, du als Frau, das ist ungewohnt, aber es steht dir. Ja, du, das ist halt, meine weibliche Stärke ist die stärkere Hälfte meiner Persönlichkeit. Ja. Gut, wer das hat. Also, für die, die jetzt denken, stimmt das? Nein, es ist genau andersrum. Also, die Koschka ist ja tatsächlich eine Figur, die so ein bisschen durch die, ich möchte fast sagen, Härte ihrer Persönlichkeit definiert wird, oder? Schon, das kann man so sagen. Das habe ich mir gestern nach dem Drehtag auch gesagt. Du hast gestern noch gedreht? Ich habe gestern noch gedreht und vorgestern. Und jetzt schon wieder vor der Kamera. Und vor, du hast die ganze Zeit. Die Kamera liebt dich auch einfach. Ich wache nicht mehr auf, wenn keine Kamera im Raum ist. Ist es denn schwer, automatisch da in so ein, ich bin ein bisschen ernster, weil ich, so wie ich dich jetzt kennenlerne, bist du ja eine recht fröhliche Person, da so einen Gang härter zu schalten, gerade wenn du in Szenen mit Dr. Moreau bist? Na, die Koschka ist ja auch lustig. Ja, aber nicht, wenn sie auf Moreau trifft. Oder selten. Ich finde, wir haben unseren ganz eigenen, sehr, ja, also Humor, der also, ne, voll viel, ja, Potenzial hat. Absolut. Ja. Ich glaube, der ist auch ein bisschen kodiert. Den versteht nicht jeder. Das also von daher ist ja, okay. Ja, deswegen, ja. Nee, ist nicht so schwer. Dr. Moreau hat mich, wie wahrscheinlich viele andere, auch immer wieder an Dr. Cox erinnert aus Scrubs. War das so angelegt oder hast du den da irgendwo reingepackt oder wie war das? Nee, also ich habe ich hab Scrubs nie geguckt. So. Nie? Nee, also ich hab mal irgendwie, wenn ich im Hotelzimmer war oder so. Wollen wir gehen? Das ist ja jetzt ein bisschen sehr unangenehm. Das ist doch so eine Bildungslücke, ja. Ich habe es auch nicht geguckt. Oh Gott, dann schön, dass ihr eingeschaltet habt bei der Web-Talkshow. Nee, ich habe das tatsächlich nie gesehen. Ich habe es immer so beim Zappen habe ich mal reingeguckt und das ist sehr fantastisch. Ja, ne? Ja, die driften ja immer so eine Fantasievorstellung ab und sowas. Und dieser Cox, der ist ein Freak. Er weiß wahnsinnig viel, er ist auch eine Koryphäe, das ist Wahnsinn, was der alles kann. Mhm. Und er ist halt zu den Neuen sehr von oben herab, weil er das Potenzial sieht und glaubt, dass nur wenn er fies ist und die richtig pusht, dass dann die besten Ergebnisse kommen. Also es kann natürlich sein, dass das da irgendwie auch inspiriert von ist, klar. Aber ich habe den Autor auch nie gefragt. Doch, der Andreas meinte zu mir, dass auch Dr. House eine Vorlage war. Aber es kann natürlich auch Elemente von Dr. Cox sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, und außerdem gibt es ja, glaube ich, in jedem Drehbuch so in so einer Konstellation immer jemanden, der so der Harte ist. Und eben auch gerade zu den Neuen. So nur, ihr lernt nur was und könnt nur gut werden, wenn ich
wenn ihr da mit, also was dagegen halten könnt. So. Das gibt es ja immer, so ein Element braucht es doch immer, weil es ja sonst langweilig ist, wenn alle nett zueinander sind. Will ja keiner sehen. Macht ja gar keinen glücklich, wenn alle nett zueinander sind. Nee. Das ist komisch. Deswegen singt mein Song das Tauschkonzert. Dunkel, kein Hell. Ist das denn die Rolle, die du am liebsten spielen würdest, bei all denen, die verfügbar sind? Die Seine, nee, ja. Die Koschka. Ja. Ja? Also unter den weiblichen. Hast du dich so ein bisschen geärgert, dass du nicht mehr zu den jüngeren Ärzten gehörst? Ist ja auch irgendwann dann... Nö. Ich hab kein Problem mit älter werden. Ich finde das... Also... Nö. Nee, absolut. Das, wann haben wir angefangen? 2014 oder wann? Ich weiß es nicht mehr. 2013? Nee, 2000... Hilf mir, nicht 2000. 2015. Ich bin voll schlecht in Mathe. 2014, oder? 2014 haben wir vor angefangen. Vor 5 Jahren. Vor 5,5 Jahren. Genau, also 2014. Kannst du nicht auch ein bisschen mitrechnen? Ich höre gern zu, wenn Leute sich blamieren. 2014, um jetzt den Kreis zu schließen. Also ich darf doch was sagen, oder? Darf ich reden, Koschka? Habe ich was gesagt? Nee, du guckst mich so bestrafend an. Ich denke. Okay. Sie denkt oh, doch nur. So sieht es aus, wenn ich wirklich habe ich noch nie gesehen bei dir. Ach, so sieht es aus. Also, um den Kreis zu schließen. Ich habe Moreau, also als ich besetzt wurde, ja, war ich ja noch in meinen 30ern. Und Moreau war aber auf dem Papier schon in seinen 40ern. Hm. So, ne? Und von daher musste ich ein bisschen älter spielen, als ich tatsächlich damals war. Oh mein Gott. Aber jetzt habe ich ja ungefähr sein Alter. Und nee, das, ich bin damit. Weil unsere Figuren werden nämlich extrem lange, langsam älter. Also wenn du spielst irgendwie 3 Jahre und dann wird es. Ich habe irgendwann gesagt. Du spielst so 3 Jahre und hast dann einmal Geburtstag. Ja, steht immer dasselbe Alter, immer noch. Was ist denn da, also weil in Klammern hinter der Rolle steht ja im Drehbuch immer das Alter. Und so, was ist denn da los? Ja, wo ist denn da die Age-Positivity und so? Kann nicht wahr sein. Naja, und dann haben sie so viel gesagt wie, wir können ja nicht die ganzen Geburtstage immer mit reinschreiben. Dann sind wir nur, und ich so, nee, wir müssen den ja nicht im On feiern. Aber wir werden schon älter langsam, aber ganz langsam. Ja. Ja, wirklich ganz langsam. Es gibt ja auch Prüfungen, daran erkennt man ja. Dass Zeit vergeht. Genau, man fühlt es zumindest. Ja. Es gab letztens eine Folge, da war Jane Schirr war mal wieder da. Ja. Die war sehr, sehr schön. Und tatsächlich gab es in der gesamten Folge einen Moment, da hast du mich besonders berührt. Krass, bei allem, was da passiert, war es genau ein einziger Satz von dir. Was, welcher war das? Ich weiß, du... Jetzt einen Moment, wir beide. Die Dreharbeiten. Die Dreharbeiten sind ja vielleicht schon ein bisschen her. Das weißt du auch nicht mehr, ne? Doch, natürlich. Ich habe es ja vor kurzem gesehen. Also letztendlich, deine kleine Schwester ist wieder da und du behandelst sie nicht gut und es ist alles ein bisschen von oben herab und die großartige Sanam Afrashteh kommt dann in der finalen Szene zu dir und sagt, was hast du denn, warum behandelst du die denn so komisch? Und es kommt dann irgendwann raus, dass du sie halt nicht erwachsen lassen werden willst und dann sagst aber, wo ist denn das kleine Mädchen, das mal mit meinem Stethoskop rumgerannt ist? Ach so, jetzt erinnere ich mich an das. Das war tatsächlich... Ich hätte nicht gedacht, dass die Figur in dem Moment tatsächlich so aufmacht. Mich hast du da echt gekriegt? Ja, aber du, das ist, wir haben schon einige Folgen, also bestimmt 3, 4 Folgen gedreht, natürlich in den unterschiedlichen Staffeln, wo der Moreau halt schon aufmacht. Also ist ja ein Freund von ihm ist gestorben, denn losgelöst durch einen Patientenfall erzählt er auch von seiner Ex-Freundin, die auch gestorben ist. Und das sind so Momente, wo der schon aufmacht. So, ne? Oder ich glaube, mit Jane mit Jane auch noch. Mit Jane hier und da gab es auch immer mal wieder Momente. Ja, ne? Als so, sie wo, genau, ist auch genau, so, genau. Ja. Also quasi mit der Vivi-Rolle, also seiner Schwester ja. In der Serie. Also es ist halt immer gestreut, ne? Also man, wenn man jetzt die Serie nicht regelmäßig guckt, dann sieht man diese Folge, wo es denn mal emotional wird, höchstwahrscheinlich nicht. Und man sieht halt immer diesen, ich sag mal, den sozialen Knochen, der halt alle um die Ohren fliegt. Aber der hat auch schon weiche Seiten, aber die kommen dann, finde ich, aber auch gut gestreut in so einer Staffel mal zum Vorschein. So. Aber das darf nicht immer so oft passieren, finde ich. Ja, deine Figur ist gerade eine ganze Weile weg gewesen, auch ich glaube über 8 Wochen oder so im Urlaub irgendwo. Was hast du gemacht in der Zeit so als Privatmensch? Ich habe überhaupt keinen Überblick über diese ganzen Sachen, wenn ich dann weg bin, wenn ich dann in der Serie weg bin. Und ich bin immer mal wieder weg. Ah, warum? Wegen Leben und so und anderen, ja, und anderen Sachen machen, so auch mal was anderes drehen und überhaupt auch mal Auszeit nehmen. Und schön. Weil ich so ein zartes, sensibles Pflänzchen bin, ganz tief drinne. Was machst du denn, wenn du nicht gerade mit Arztkittel vor Kameras stehst? Ich habe ja ein Veranstaltungsunternehmen, das heißt Top the Takeover, also Top the Entertainment, da machen wir so Hip-Hop-Veranstaltungen. Ich bin jetzt kein Hip-Hop-Aktivist, kein Künstler mehr wie vor 15 Jahren. Bin eher so im Hintergrund.
Und das machen wir, haben halt auch, wir haben darüber schon geredet, einen YouTube-Kanal mit über 500.000 Abonnenten. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und das mache ich auch noch, denn spiele ich Theater. Habe jetzt gerade in Hamburg 2 Monate gespielt und habe natürlich meine Koschka total vermisst. Ne? Was hast du denn gespielt in Hamburg? Willkommen bei den Hartmanns. Ja. Das als Bühnenversion. Du, mir ist es auch wirklich aufgefallen, dass wir uns so lange nicht gesehen haben. Ich habe es wirklich bemerkt auch. Ja, ich auch. Aber hat sich das... Deswegen habe ich so Spliss in den Nägeln. So gesehen, ne? Stimmt's? Ich weiß nicht, wie viel lange. Ja, 3 Monate ungefähr. Nicht, dass ich die Tage gezählt habe, ja. Aber es waren schon, das waren schon 92 Tage. Und dann bin ich natürlich noch in der Postproduktion meines Films, den ich gedreht habe. Ja. Wie heißt der? Worum geht's? Das ist Pink Puzzle, heißt der. Und das ist ein Murder Mystery, es ist ein Langspielfilm, es ist ein Low-Budget-Projekt, es ist ein Herzensprojekt. Es ist Film-Noir im 80er-Jahre, visuell und akustisch im 80er-Jahre-Stil. Das heißt Musik und von, na, wie es visuell ausgeleuchtet ist, ist das 80er-Jahre auch vom Kostümthema hier und da, aber es spielt im Hier und Jetzt. Es ist vom Schauspielstil, es ist sehr naturalistisch, es ist auch teilweise sehr hart. Was bedeutet das, wenn das jemand noch niemals gehört hat? Naturalistisch, ja. Also der Unterschied zwischen Naturalismus und Realismus. Wie soll ich dir das erklären? Wenn du jetzt Star Wars guckst, ja, und du siehst das Verhältnis zwischen Prinzessin Leia und Luke Skywalker, ja, das geschwisterliche Verhältnis, dann ist das ein realistisches, geschwisterliches Verhältnis in einem Sci-Fi-Film. Ne? Das ist so, verstehst du? Ja, ne? Verstehe ich. Wenn du dir aber jetzt Christiane F., Kinder vom Bahnhof Zoo, anguckst, den Film, ja, dann ist es Naturalismus aus dem Grund, weil es nicht Sci-Fi ist. Und weil der Film zum Beispiel auch in der Art und Weise, wie er gespielt wird, keine Idealisierung hat. Ne? Ah. Also es ist sehr, sehr nah am echten Leben. Okay. Und wenn der Film fertig ist, kann ich ihn bald irgendwo sehen? Sehe ich ihn online? Ich hoffe, oder das weiß ich noch nicht. Sehe ich ihn auch im Kino? Vielleicht? Das weiß ich noch nicht. Also wir machen den Film jetzt zu Ende in den nächsten 4 Monaten. Und ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Das reicht dir bei Festivals ein zum Beispiel? Das wollen wir auf jeden Fall machen. Das wollen wir machen, ja. Genau. Ich bin auch sehr gespannt. Ich auch. Mega. Ich weiß auch überhaupt nicht, worum es geht. Hast du so einen Bierdeckel-Pitch, so 1-2 Zeilen? Ja, es geht darum, dass sich 4 Freunde treffen. Eine Person taucht nicht auf, also sind es nur 3. Und die verbringen die Nacht miteinander. Und am Ende des Tages ist eine der Personen tot. Und die Frage ist, wer war es gewesen? Sehr gut. Ja. Hast du es schon sehen dürfen? Nein. Ich kenne den Bierdeckel-Pitch, wie du dich ausdrücktest. Klingt auf jeden Fall gut und spannend. Ja, ja. Von der ersten Idee bis yay, wir haben es abgedreht. Wie viel Zeit verging? Ich glaube, von der ersten Idee, bis wir es abgedreht haben, 1,5 Jahre oder so. Ja, 1,5 Jahre. Ungefähr. Also für Fernsehverhältnisse wäre das immer noch Lichtgeschwindigkeit. So. Also gut, aber du warst ja doch schnell. Ja, das war schnell. Aber die Postproduktion wird sich jetzt ein bisschen ziehen, weil das ich ein bisschen unterschätzt habe. Das dauert ein bisschen. Aber ja, ich hoffe, dass wir so im Sommer fertig sind mit dem Film. So. Ich drücke die Daumen. Ja, danke. Hast du denn auch so ein großes Nebenprojekt? Ich hab noch keinen Film gemacht. Ich bewundere das voll an dem Kollegen und auch an der Kollegin Jane Chiver. Die sind meine großen Vorbilder dahingehend. Das wird noch. Wird auch noch passieren, lässt sich leider nicht vermeiden. Aber es ist noch nicht so weit bei mir. Gibt es denn für euch ein Verfallsdatum bei den jungen Ärzten, bei denen ihr sagt, irgendwann reicht es? Also dass man sich selber sagt, okay, 7 Jahre und dann ist Schluss oder sowas? Ja, jeder hat sein Verfallsdatum, definitiv. Also, aber das werden wir jetzt hier nicht. Also, sie kann natürlich, wenn sie... Das ist so lieb von dir, dass du ihr erlaubst zu sagen, was sie will. Na, sie erlaubt mir auch nicht zu reden. Ne? Dann erlaube ich ihr mal. Nee, ich habe dir erlaubt zu reden. Kannst du bei deiner Figur bei den jungen Ärzten mitbestimmen? Also kannst du in den Writers Room gehen und sagen, hey, ich hätte eine geile Idee, könnte sich Kosch und nicht in die und die Richtung entwickeln? Oder ist das eher nicht so deins? Wir haben einen coolen Writers Room, der sagt, dass die Türen immer offen stehen. Das heißt, es können alle immer hingehen und so Ideen einbringen. Und es passiert tatsächlich auch. Also es ist schon so, dass natürlich die Autoren sich eine Geschichte überlegen oder Geschichten überlegen und uns dann auch diese Geschichten für das nächste halbe Jahr, also für eine halbe Staffel pitchen quasi. Und dann kannst du natürlich mitgestalten. Oder wenn du irgendwas nicht verstehst oder nicht einsiehst oder gerne anders hättest, dann nochmal hingehen. Und dann ist das tatsächlich so, dass die das wirklich auch einarbeiten. Cool.
Also ich habe wirklich eine Weile gebraucht, bis ich das wirklich auch mal gemacht habe. Ich dachte immer so, ja, ja, klar, die Tür steht offen, bla, bla. Und dann hatte ich doch irgendwie, war ich doch schlau genug, das mal auszuprobieren. Und siehe da, das passiert wirklich. Also es wird schon auch, man gestaltet schon auch mit. Und natürlich dadurch, dass wir das so lange spielen, haben wir es eh auch mitgestaltet. Also, ja, ja. Also weil das ja so sich gegenseitig befruchtet quasi. Und dadurch, wie man die Figur spielt, inspiriert man dann die Autoren auch dazu, bestimmte Geschichten zu schreiben oder bestimmte Punchlines, oder wie sagt man? Ja, Punchlines kann man auch sagen. Schön, weil das gibt es ja nicht so viel. 5 Jahre wurde vor kurzem gefeiert, Wahnsinnsjubiläum. Hättet ihr am Anfang denn gedacht, das könnte so weit gehen? Oder hat man auch so weit geplant damals schon? Ich habe gedacht, na okay, dann mache ich das halt mal ein Jahr. Ganz im Ernst, niemals habe ich das gedacht. Echt nicht bei einer Krankenhausserie in Deutschland, dass die lange läuft? Nee, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Also ich habe nicht über dieses Marktding nachgedacht sozusagen. Mhm. Über das alles gar nicht. Und ich habe nur sozusagen quasi an mein Ding gedacht. So was, ja okay, ja krass, dann ein ganzes Jahr. Krass, ja nee, aber okay, warum nicht und so. Aber länger. Also so weit will ich jetzt gar nicht denken. So war ich. Okay. Maike, was bei dir? Ich glaube, jeder, der irgendwie bei gesundem Menschenverstand ist, würde jetzt nicht sagen, okay, weißt du was, ich bin jetzt besetzt und ich gehe mal gleich irgendwie, ich kaufe mir 5 Eigentumswohnungen oder baue mir ein Haus und lass mir einen Kredit aufsetzen. Nee. Man denkt natürlich nicht so weit. Man hat diese Staffel und man, ich glaube, selbst innerhalb einer Staffel kann man immer noch abgesetzt werden. Und das ist halt so eine Realität. Oder unbesetzt. Was für beschissener ist so. Die Serie ist super, du leider nicht. Wir müssen uns jetzt dann doch von dem irgendwie klappt das nicht mit dir. Und das ist halt eine Realität, die man halt immer vor Augen hat. So, ne? So ein Punkt. Ja, das ist ja bei dem Business sowieso so, dass immer auch nichts garantiert wird und so. Selbst wenn manche Leute dann sagen, ja, wir hoffen schon, dass es lange gehen wird und so. Es gibt ja dann immer nur den wirklichen Auftrag für die nächste Staffel, erst relativ knapp und so weiter und so fort. Und ich gehe sowieso immer davon aus, dass alles Mögliche passieren kann. Positiv oder negativ? Alles. Gab es einen Moment, an dem ihr wusstet, oh, jetzt läuft das, könnte doch was Längerfristiges werden? Oder war das dann einfach, zack, waren wir in Staffel 3, waren wir in Staffel 4? Nee, ich denke mal von Staffel zu Staffel. Also, das könnte was Längerfristiges werden, würde ja heißen, dass man irgendwie plant. Und also basierend auf der Serie auch plant. Aber das habe ich nie gemacht so. Also mein Gefühl jetzt ist, dass die Serie lange laufen wird. Das ist einfach mein Gefühl, ohne irgendwelche Hochrechnungen und dit. Aber ich glaube das. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, ihr habt eine sehr starke Fanbase auch. Ich hätte das gar nicht gedacht, die Zielgruppe ist bei euch ja deutlich jünger als bei In aller Freundschaft. Hätte man ja nicht gedacht, gerade in der ARD, dass dann junge Menschen sagen, geil, eine Art-Serie, die gucke ich mir an. Also ich fand es persönlich überraschend damals. Aber ich finde es auch überraschend. Also natürlich bemerkt man, dass auch viele Leute das gucken, also alte Leute das gucken, die halt In aller Freundschaft Leipzig schon Jahre über geguckt haben, viele. Aber ich bin auch immer wieder überrascht, dass es so viele junge Leute gibt, die halt noch lineares, aber obwohl, ich glaube, die gucken das auch online. Ne? Voll. Aber das ist trotzdem, dass es so viele Leute sind, junge Leute. Die aber auf gucken. Der anderen Seite gucken ja auch junge Leute so Scrubs und Grey's Anatomy und Ja, aber wie viele Krankenhausserien gibt es? Ist halt schon geiler. Ne? Das ist schon 1, 2, 3 sind es noch. Das sind schon eine Menge. Im deutschen Fernsehen meinst du? Ja. Naja, es gibt es noch viele? Ja, na, so, ich will jetzt die anderen nicht nennen, weil es sind ja Konkurrenten. Das macht man nicht. Aber es gibt so einige. Und ich glaube, so, es ist schon überraschend, wenn man als Krankenhausserie sich da einreiht und trotzdem eine Zuschauerschaft irgendwie hat. Also was mich immer wieder wundert, wenn ich mal eine Folge gucke, ist, dass ihr mich tatsächlich kriegt, also die Figuren, dass ich wirklich bemerke, ich denke, oh, was passiert jetzt? Oh, das ist aber spannend. Ah, was passiert jetzt? Mein Gott, wie schrecklich das wäre, wenn es nicht so wäre. Nee, wie abgefahren, dass das tatsächlich passiert. Warum? Dafür machst du doch einen Fernseher an. Wozu sollst du den anmachen, wenn sowas nicht passiert? Naja, da ich aber auch schon bewusst Fernsehen gucke und auch schon Fernsehen gemacht habe, guckt man es ja dann doch irgendwie immer noch ein bisschen anders. Und das ist eine der wenigen Serien, bei denen ich wirklich so da bin. Nee, so negativ nicht. Sondern wirklich denke, krass. Wo ich dann auch selber mich ertappe und sage, krass, ich habe es wirklich geschafft, dass ich mich kurz für fiktive Figuren
so begeistern kann, dass ich mitfieber und nicht nur so interessant finde, was passiert. Also das ist tatsächlich eine Qualität, die ich nur bei den jungen Ärzten gefunden habe. Vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ihr habt jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Ihr dürft jetzt in eure Kamera sagen, was ihr noch nie in einer Kamera dieser Welt gesagt habt, aber schon immer mal sagen wolltet. Dabei wünsche ich euch total viel Spaß. Ich habe lange nicht mehr über etwas so lange nachgedacht wie die letzten Wochen über diese Aufgabe. Da freue ich mich drauf. Ich wusste gar nicht, dass es diese Rubrik gibt. Bin sehr gespannt. Ich bin auf nichts gekommen. Wundervoll. Für dich gilt, du wirst eine fantastische Woche haben. Bis zum nächsten Mal. Ich hätte gerne, dass ihr eure Zigarettenstummel nicht irgendwo hinschmeißt in die Natur. Das wäre mir wichtig. Das ist gut. Man denkt immer, man muss super originell sein, ne? High five, high life, leb dein Leben. Yo!